Pathfinder, massive Systemausfälle auf der Hyperion. Verdammt. Dann, können wir irgendetwas tun. Ja, gehen Sie aus dem Weg. Wir stürzen ab. Hier spricht der Captain. Alle in die Kryo. Los! 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 Ich leite sämtliche Energie in die Dämpfer der Krankenstation. Das ist unsere einzige Chance. Ich kann die Brücke biotisch abschirmen. Muss nur nah genug ran. Die Schläfer haben Priorität. Es war mir eine Ehre. Ach du Scheiße. Boah, also das sieht schon unfassbar gigantisch aus. Captain Dunn? Captain Dunn! Ich bin noch hier. Oh, Gott sei Dank. Intakt. Danken Sie den Pathfindern von mir. Und legen Sie den Archon um. Verstanden. Hören alle zu? Diese Landung bedeutet, dass die Menschheit langfristig hier bleibt. Und wir kämpfen ab sofort an unserer Heimatfront. Ich sehe das genauso, Ryder. Sie haben unsere Unterstützung. Pathfinder, bringen Sie diese Nachricht direkt zum Archon. Tja, Kinder, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich... Haben Sie eine Ahnung, wie entschlossen wir sind? Können Sie Ihr Pech überhaupt begreifen? Kontrolle behalten. Keine Fehler. Für mich ist das alles ein ganz klarer Befehl. Oh, der Archon verlangt. Wir machen uns jetzt an die Sicherung der Systeme der Archon. Wir legen los und halten die Kerne stabil. Seien Sie vorsichtig. Es war ein langer Flug. Zum. Ach, leg dich hin und lass meine Schilde in Ruhe. Saftsack. Apropos Schilde, ich hätte ganz gern wieder welche. Ich habe nur noch einen davon. Okay, hier kann ich vielleicht lieber auf. Nicht gut. Lebenserhaltung ist kritisch bei mir. So, komm schon. Da hinten ist noch Munition und wir brauchen hier vielleicht Brandmunition. Das wäre ganz nice. Ich versuch's nochmal da oben. Wünscht mir Glück. Machen wir dieses Viech fertig. Was zum Teufel? Lade nach! Warte mal ganz kurz. Haben wir hier oben? Ja, da ist ein Behälter. Was ist da drin? Reliktpolymer. Ich dachte vielleicht nochmal so ein Diskwerfer-Raketen-Dingsbums-Teil. Das würde ich mir jetzt schon gern wünschen, aber ich glaube, das werden wir wohl leider nicht mehr bekommen. So, da hinten war noch ein Medipack. Genau. Einmal das Leben auffüllen. Okay, kann ich hier... Ich kann natürlich nicht speichern. Ja, Freunde, was ist denn da los? Okay.
Los geht's. Wie dick wird diese Hülle wohl sein? Wir werden's rausfinden. Ganz egal, wie dick sie ist. Los. Wow. Sichert die adaptive Matrix. Wow. Ja, schon. Weiß er, dass das übertragen wird? Er ist in Sarahs Kopf. Wir sind verbunden. Warte mal, die sind... Okay, Waffen weg. Ein Relikt, aber es greift nicht an. Was soll das? Es zeigt uns den Weg, um uns zu führen? Das kann nicht der Archon sein. Naja, um uns zu führen, also... Okay, die Tür geht auf. Türen, die sich schließen. Jemand treibt uns voran. Vielleicht der Archon? Wer sollte es sonst sein? Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir mitten in eine Falle laufen. Aber ganz ehrlich... Noch mehr Türen. Vielleicht hat Sarah einen Weg gefunden, uns zu helfen. Ryder, die Benutzung von Relikten fügt Ihnen Schmerzen zu. Bereite die erneute kortikale Analyse vor. Raus aus meinem Kopf! Du hast ohne Bedeutung. Ich werde deine Verbindung benutzen. Verdammt! Kommt schon, Jungs, wir haben nicht so viel Zeit. Sind Sie sicher, dass das hält? Keine Ahnung. Unsere Heimat ist auf der Oberfläche geparkt. Wir können jetzt nicht aufhören. Wir haben keine Wahl. Gehen wir. Okay, los geht's. Sehen Sie sich das alles an? Es ist überwältigend. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Alter, es in Andromeda so viele Wunder gibt. Ich war schon überall. Habe alles Mögliche getötet. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Wir können nicht zulassen, dass der Archon das bekommt. Oh nein. Touchdown. Und vor uns, das Kontrollzentrum von Meridian, hatte auch lange genug gedauert. 600 Jahre. Alter Falter. Das sieht schon unfassbar geil aus. Okay, gehen wir. Hier kommen wahrscheinlich gleich ein Haufen Gegner rein. Das Areal sieht danach aus. Es ist ein Tor zu allem, was wir wollten. Ich war noch nie so bereit. Bringen wir einfach alles um. Ja, alles umbringen. Drag. Die Verbindung steht. Ich spüre es. Ja. Meridian. Das Netzwerk. Los. Du bist hier. Deine Auflehnung gegen mich wird langsam lästig, Pathfinder. Oh, das tut mir aber leid. Da bist du ja. Wie fühlst du dich, Sarah? Geht schon. Aber dein Job ist echt schmerzhaft. Es war tapfer, aber sinnlos. Deine Verbindung nützt mir. Es funktioniert so. Der Verstand wird auf die Denkweise der Reliktschöpfer eingestimmt. Was schmerzhaft ist. Aber diese Bürde überlasse ich ihr. Ja, natürlich. Ich trotzdem. Ich werde übertreffen, was du zu sein vorgibst. Dafür wird ihnen keine Zeit mehr bleiben. Sie übertreffen niemanden, Archon. Ihr lernt durch Zufälle. Ich bin der genetische Erbe. Tausender Spezies. Was zum Teufel? Tötet sie! Ich habe keine Ahnung. Wow. Schießt einfach auf alles, was sich bewegt.
Alter, weg! Das ist also der finale Kampf. Du musst ihn aufhalten. Ja. Setz mich nicht unter Druck, ist alles gut, ist alles okay. Ich hab alles im Griff, glaube ich. Was, schon wieder ein Ältester? Also ganz ehrlich, konzentriert eure Feuerkraft auf den. Mist, ein Treffer noch. Ein Treffer und er wäre down gewesen. Nein, tust du nicht. Bis zum... Ach! Hört auf mit eurem komischen Kreuzfeuer. Huch, was? Hast nichts befehligt. Dank mir ist der Cluster für tausende Bewohner. Nein. Du hast alle den Tod geführt. Was? Oh. Uh-oh. Ein Architekt? Ja, so einen habe ich schon erledigt. Stop. Noch einer wird kein Problem sein. Zu viel Energie auf. Kann grad nicht. Sie wird direkt durch ihn geleitet. Schalt die Interfaces ab. Nimm ihm den Zugang. So kannst du ihm Meridian entreißen. Wir gehen clever vor. Ja, es ist schmerzhaft, aber leite mich zu den Interfaces. Haben das alle mitgekriegt? Wir legen den Archon still. Und keiner sagt etwas. Lade nach. Ich habe dir den Nordpunkt einer seiner primären Energiequellen markiert. Du okay. Erreichen. Ich werde versuchen, sie freizulegen, damit du darauf zugreifen kannst. Und warte. Oh, Leute. Diese blöden Anti-Schildfresser müssen weg. Und hier. Nein, tut es nicht. Lass mich in Ruhe. Ach, da hinten. Geh mir aus dem Weg! Das Relais ist da vorne! Wieso gibt es hier so viel Munition? Man könnte fast meinen, das wäre das Finale. Oh fucking hell. Wow, nicht da unten reinfallen. Oi. Oh nein, unten bleiben. Ich habe dich längst übertroffen. Du bist erbärmlich. Aua! So, okay, haben wir noch irgendwo ein Viech? Da oben ist noch so ein Viech. Das Relais ist da vorne. Stehen wir eigentlich unter Zeitdruck oder so? Nee. Aua. Das finde ich echt nicht nett von dir. Okay, der ist down. Da drüben hole ich mir nochmal ganz schnell Muni. Ja. Alles, was du liebst, wird brennen. Ja. Der Archon bekämpft mich. Ich hab nicht so viel Übung wie du. Ich helfe Ihnen. Aua! Ich bin immer noch eingeschränkt. Aber je mehr Relikte sie zerstören, desto stärker wird der Archon abgenommen. Du bist zu weit gegangen. Sam, Medipack. Und eine Schwachstelle? Der gepanzerte Kopf, Sarah. Wir konnten uns nicht einfach raushalten, Ryder. Du musst näher ran. Das verhindert, dass er mich bekämpft. Okay, ich bin schon da. Aber ich brauche Medipack, Jungs und Mädels, sonst bin ich tot. Ich werde dich mit deinen eigenen Spielzeugen zerschmettern. Was willst du? Ach, guck mal, da ist ja eine Leitung, auf die man ballern kann. Hey, Leute, Feuer frei. Boah, nein. Autsch. Wieder näher ran. Er muss abgelenkt sein. Wir horchen jetzt nicht. Jaha. Oh ja, sie gehorchen tatsächlich ihm. Das ist nicht gut. Nächster Part, den ich angreifen kann von ihm. Muss ich hier irgendwas machen? Ich muss einfach nur in dem Bereich... Energierelige freilegen. Da rechts oben. Okay, jetzt sehe ich es auch. Ist ein bisschen... hektisch. Ich hab's freigelegt.
greife auch zu und schalte es ab. Ja. Okay, hab's. Die Klinge ist abgeschaltet. Gib mir das nächste Ziel. Dort. Der Archon nimmt auf der anderen Seite Energie auf. Okay. Uah, ihr kriegt mich nicht. Ach, durchkämpfen, Bullshit. Ich lauf einfach. Uah, was ist das denn? Hinter einem Abgrund. Wir brauchen eine Brücke. Ja, und so schnell. Such nach einem Interface. Alles klar. Natürlich. Ich werde diese Beleidigung nicht länger hinnehmen. Tötet sie. Beleidigung? Wer hat denn hier wen beleidigt? Ah. Komm. Geschafft. Ich bin. Boah. Ah, wir haben Brücken. Komm schon. Nicht nachlassen. Das Relais ist da vorne. Bin schon da. Okay, da ist ein Medipack. Okay, gut zu wissen. Hier ist Munition. Das ist auch sehr gut zu wissen. Halt, warte, ich gehe nochmal auf Brandmunition. Zum Glück haben wir davon zu viel. Was da hinten? Oh Gott. Alter Schwede, was zum... Der Augenblick ist zu gut für euch. Ich ziehe mein Angebot. Ach, du Mistvieh. Ich müsste irgendwie die Schilde wieder aufladen. Ich weiß, ich habe noch einen Schildkondensator, aber nur einen davon. Den hebe ich mir definitiv auf. Oh, scheiße. Apropos durchkämpfen. Ich könnte hier etwas Feuerunterstützung gebrauchen. Oh, scheiße. Also, ich glaube, der Knackpunkt hier ist echt in Bewegung zu bleiben. Wenn ihr euch nicht sprechen wollt, wird alles um euch herum brennen. Ja. Weg mit dir. Oh, nein. Weg damit. Das Relais ist da vorne. Muss nachladen. Komm schon. Lauf. Es gibt keine Welt, auf der ihr euch verstecken könnt. Wir müssen uns nicht verstecken. Noch ein Abgrund. Ich sehe hier nirgendwo ein Interface. Bleib, wo du bist. Ich versuche, die Plattform hochzufahren. Ganz sicher? Nein, aber wir dürfen nicht scheitern. Scheiße. Jeder Leute, ich brauche Feuerschutz. Jeder Kolonist, jede Welt, die ihr betreten habt, wird ausgelöscht. Ja. Halt, warte, ich brauche nochmal Brandmunition. Oh, Gott sei Dank, ich habe das Ding zerstört, noch rechtzeitig. Deine Initiative wird zu Asche verbrennen. Und du wirst dafür verantwortlich sein. Bleib mal geschmeidig, Herr Orschen. Aber jetzt hätte ich trotzdem ganz gern wieder Munition. Schau, die kommt wie gerufen. Wenn ich jetzt noch irgendwo ein Medipack finde, wäre das natürlich mega geil. Ist das alles unvermeidlich. Ja, ich hätte ganz gerne Pusche oder sowas. Ist dafür verantwortlich. Scheiße, diese blöden Beobachter. Kommt schon, macht's ja platt. Eure Leute werden betteln. Doch es wird keine Gnade geben. So, komm schon. Gesundheit ist wieder aufgefüllt. Das alles wird in Feuer und Blut enden. Oh nein. Sarah, alles okay? Sie müssen sich beeilen, Pathfinder. Die Anstrengung wird zu viel. Ja. Ach, Mann. Als wärt ihr nie hierher gekommen. Als hättet ihr nie existiert. Ja, zu viel Kreuzfeuer. Vor uns.
radieren Sie sie aus. Ja, Feuer frei auf alles, was sich bewegt. Ja. Oh nein, ihr kriegt mich heute nicht klein. Okay, der ist down. Schnappt euch die Assembler. Ist dein Werk. Jedes verlorene Leben geht auf dich. Ja, das würde ich so nicht sagen. Wenn es sich nicht geben würde, hätten wir die Probleme nämlich gar nicht. Oh, komm schon. Ich bin in Reichweite. Leg das Relais frei. Ich versuch's. Ihr haltet euch besonders. Ich geb schon nicht auf. Bleib, wo du bist. Aufsteigen lassen. Wir stehen ihm zur Seite, Ryder. Das hier wird sich keiner von uns entgehen lassen. Ja! Dauerfeuer! Okay, lade nach. Dann gehen wir nochmal auf Brandmunition und machen dem Kerl Feuer unterm Hintern. Oh shit. Okay, der ist down. Nice. Wow, Handgranaten. Viel zu viele Handgranaten. So, wo sind sie? Da sind sie. Gut, 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 gut. Lade nochmal nach. Da haben wir Munitionsnachschub. Okay. Relais ist freigelegt. Ich kümmere mich jetzt drum. Greif darauf zu und schalte es ab. Das ist nicht das Ende. Ich habe das Netzwerk. Scheißdreck hast du. Uah. Auf so engen Raum gegen einen Architekten kämpfen ist nicht ganz so einfach. Alle Relikte ausschalten und das letzte Relais erreichen. Oder ist es das letzte? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Wo ist denn das da hinten? Okay. Ah! Nein! Oh, Alter, das war knapp. Jede Welt! Ich werde euch alle auslöschen! So, da hinten geht's weiter. Kommt schon. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil das Jetpack hin und wieder nicht wirklich funktioniert. Wir müssen uns zu dem Energierelais durchkämpfen. Lade nach. Warum auch immer. Wir haben noch 86 Schüsse im Magazin gehabt. Wow, irgendwas feuert da wieder auf uns. Das Viech. Nett. Okay, also ich bin da. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, das schmeckt dir nicht, was? Komm schon, Ryder, halt durch. Und wieder einer down. Nett. Tja, das war's dann wohl mit dem Arsch schon. Pathfinder, Meridian ist online. Geil. Echt geil. Ja, hör mir auf. Soll das heißen, dieses Terraforming, was wir bisher gesehen haben, war nur die Spitze des Eisbergs? Der kann wirklich hier auf Knopfdruck einfach mal eben schnell Pflanzen wachsen lassen. Aus Schwefelwasser macht er trinkbares Wasser. Atmosphären werden gereinigt. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Und guck dir das an. Meridian sieht aus wie die Erde. Alle
alle sind glücklich über die Neuigkeiten, aber die Nexus will wissen, wie es weitergeht. Was soll ich antworten? Überschütten Sie sie mit Daten, wir melden uns zum Dienst, lassen Sie sie schmoren. Naja, wir haben eine Heimat gefunden. Dass wir... zu Hause sind. Ich finde immer noch, dass der Anblick von dem abgestürzten Schiff so episch aussieht. Wir haben es geschafft. Alter Schwede, das war's. Also, das war jetzt die Story von Mass Effect Andromeda. Puh, also das letzte Gefecht... Das hat es wirklich ordentlich in sich. Also das Jetpack hat ein bisschen rumgesponnen von der Steuerung her. Teilweise hat es nicht mehr die Leistung gebracht wie sonst. Ich weiß nicht warum. Und Mensch, ich hab jetzt echt den letzten Schildkondensator aufgehoben. Ging also doch ohne. Naja gut. Also das war mal wirklich eine unfassbar geile Science-Fiction-Story, muss ich sagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Auch wenn ich die bisherige Mass Effect-Trilogie noch nicht gespielt habe. Aber... das war schon unglaublich geil. Ich weiß nicht, was es da für Widersprüche mit der Story gibt in Bezug auf die Trilogie mit den Reapern. Das werde ich wahrscheinlich noch alles rausfinden, aber ich persönlich muss schon sagen, ich frage mich, was genau hat es mit den Cat noch auf sich? Weil die Cat, das waren ja nicht alle, die wir da hatten. Ja, wir haben ja festgestellt, die sind überall in der Andromeda-Galaxie unterwegs, vermutlich sogar auch in anderen Galaxien, das wissen wir nicht. Aber... die setzen in einzelnen Clustern, wie dem Helios-Cluster, sogenannte Archons ein, die wiederum diese ganzen Truppen befehligen und die ganze Operation leiten quasi. Und dieser Archon, den wir vernichtet haben, war also für den Helios-Cluster zuständig, der ist jetzt tot. Aber die Cats sind damit nicht besiegt. Ja, also es... eigentlich gibt es noch welche und es ist die Frage, ob die sich das einfach so gefallen lassen werden. Ich persönlich glaube ja eher nicht. Aber allein jetzt schon die Idee mit Meridian, was von außen wie ein Planet aussieht, aber dann von innen quasi eine hohle Welt ist mit umgekehrter Gravitation, also unfassbar geil. Das sieht wirklich unfassbar geil aus. Und dann auch diese Schlacht am Ende fand ich wirklich episch. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich persönlich... verstehe dieses ganze negative Feedback, die ganze negative Kritik überhaupt nicht. Ob sie jetzt von, keine Ahnung, den Spielern kommt oder von den Medien, ganz egal. Die Leute, die sich drüber aufregen, dass hier Mass Effect Andromeda so scheiße ist und ganz ehrlich, was ist denn daran scheiße? Ich habe mit einem Kumpel zum Beispiel mal gequatscht, der hat das auch durchgezockt, er sagt, er versteht es auch überhaupt nicht. Es hat eine unfassbar geile Story, es ist ein richtig schönes Science-Fiction-Abenteuer, es hat Spannung, es hat ein bisschen Tiefgrund, also du hast teilweise Entscheidungsmöglichkeiten, wo du dir denkst, boah, leck mich doch, ja, also manche Entscheidungen hatten es wirklich in sich, also mir tut es zum Beispiel immer noch furchtbar leid, dass ich auf dieser Arche, beziehungsweise im Kampf gegen das feindliche Hauptschiff damals die Leute vom Nakmor-Clan zurückgelassen habe, die Kroganer. Ich wünschte, ich hätte es ändern können, aber dann wären halt die Turianer wieder draufgegangen und naja, weißt du, es ist halt immer... weißt du ja, kennst du ja. Ja, und so an sich muss ich sagen, also mir hat es echt gut gefallen und die 50, 60 Euro für dieses Spiel waren es mir definitiv wert. Ja, es hat ein paar Schwächen gehabt, ja, also die Laufanimationen, die sahen teilweise wirklich schon ultra seltsam aus und... es gab ein paar Fehler oder viele Fehler bei den Gesprächen, bei den Dialogen, weil die Charaktere so komisch hin und her flackerten und dann wurde plötzlich deren, um Gottes Willen, dann wurden plötzlich deren Positionen resettet, ja, dann waren die von einem Frame auf den anderen wieder woanders, aber jetzt seid mal ganz ehrlich, ja, diese Spielfehler, diese Bugs, so etwas hast du in jedem Spiel. Ich kenne kein einziges Spiel, wo mir nicht irgendein Fehler bekannt wird, der in die Richtung geht.
Ja, allein was jetzt zum Beispiel die komischen Laufanimationen angeht, ganz ehrlich, ich glaube, nichts und niemand hat sich bisher über die komischen Charakteranimationen aus GTA 5 beschwert. Also seid's mal bitte nicht böse, aber die Animationen aus GTA 5, die sind alles, aber nicht realistisch. Also wenn ihr mir einen Menschen zeigt, der so springt wie die Charaktere aus GTA, dann ziehe ich meinen Hut oder ich fresse ihn oder weiß ich nicht. Aber und dann, ja gut, ein paar grafische Fehler, wie gesagt, sowas hast du immer. Das wirst du auch immer haben, egal in was für ein Spiel, egal um was es geht, das gehört einfach dazu. Es ist leider Gottes so. Die Spiele, die werden einfach immer komplexer. Ich meine, wie viel Speicherplatz frisst Mass Effect Andromeda? 50 GB? 60 GB? Ja? Es sagen ja viele Leute immer, ja, in den früheren Spielen, ja damals, ja, da gab es nicht so viele Bugs. Ja, das stimmt. Aber die Spiele von damals, ja, das sind halt die Spiele, die noch aus der Epoche von Command & Conquer und KOKG stammen. Da war so ein Spiel maximal 500 MB groß. Ja, und wenn da so ein Team mehrere Monate dran sitzt, dann fischst du aus diesen 500 MB Datensalat sämtliche Fehler raus. Oder sagen wir 95% der Fehler. Macht es mal bei 60 GB. Ja, keine Chance. Vor allem in der kurzen Zeit, das ist ja das Nächste. Du musst mal bedenken, in was für einer kurzen Zeit diese Spiele mittlerweile erscheinen. Teilweise kriegen die Entwickler nur noch 1, 2, maximal 3 Jahre Entwicklungszeit gestellt. Und gut, wie lange Mass Effect Andromeda gebraucht hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Da müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich denke, das sind alles Sachen, die wirklich verschmerzbar sind. Ich meine, Fakt ist, es war spielbar. Fakt ist, die Grafik sah unfassbar geil aus und Fakt ist, die Story war einfach nur der Hammer, ja. Also ich als Science-Fiction-Fan muss sagen, es hat sich stellenweise ein bisschen angefühlt wie eine Stargate-Serie oder wie ein Star-Wars-Film, nur dass du selber quasi dabei warst, dass du selber quasi die Entscheidungen getroffen hast. Und das, also ganz ehrlich, mega, mega geiles Spiel und ganz großes Lob an die Entwickler an der Stelle. Also, ja, ich feiere das Spiel. Ich feiere es wirklich. Und das Let's Play an sich, das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, ich bin immer noch so ein bisschen baff von der Endschlacht momentan. Momentan mit D. Ne, merkst du? Es liegt vielleicht auch an der Uhrzeit. Es ist 3:30 in der Früh. Ich sollte jetzt vielleicht dann endlich mal die Aufnahmepause machen, die ich vor 2 Stunden eigentlich machen wollte. Nur es wird keine Aufnahmepause sein, es wird ein Aufnahmeende sein. Denn wenn ich jetzt hier die Credits richtig interpretiere, würde ich mal fast sagen, wir sind durch. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht. Mal schauen. So, ich finde es nur ein bisschen schade, von dem, was ich so mitbekommen habe, ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht, aber von dem, was ich so mitbekommen habe, wird es irgendwie keine Fortsetzung, kein DLC dazu geben. Und, oh, da kommt noch was, ich bin mal kurz still. Genau das dachte ich mir, das war jetzt nämlich der nächste Archon. Wenn einer stirbt, wird einfach der nächste Archon gewählt oder erzeugt oder was weiß ich und... Oh, sorry. Hey Sarah. Ich gewöhne mich so sehr daran. Wie lange? Wochen. Aber keine Sorge, du hast nicht viel verpasst. Die Arche und die Schläfer, sind sie in der Sphäre? Die Hyperion fliegt nirgends mehr hin. Aber wir sind noch nicht mit ihr fertig. Sie ist Meridian. Ein neuer Hafen für die gesamte Menschheit. Wir haben es geschafft, Dad. Was ist mit deinem Implantat und mit Sam? Ich helfe dem Pathfinder wieder bei der Aktivierung von Relikten. Unsere Verbindung wurde in den Normalzustand zurückversetzt. Normal? Du brauchst ihn wieder? Ich nehme die Hilfe an. Mein Hirn hatte sich von innen nach außen gestülpt. Das ist ausgesprochen inakkurat. Es hat sich aber so angefühlt. Nicht wahr, Sarah? Die Anführer der Nexus warten, Pathfinder. Die Pflicht ruft. Lass sie lieber nicht warten. Es hört einfach nicht auf.
Ach, es hört niemals auf. Was fehlgeschlagen? Solche? Ja, stimmt. Wir können jetzt bestimmte Sachen natürlich nicht mehr spielen. Nexus Grenzwerte 15 freigeschaltet. Mit ihrem Team und Crewmitgliedern sprechen. Epilog, zu Hause und unterwegs. Ja, heißt, gehört das jetzt irgendwie noch zur Quest, wenn ich jetzt sage? Warte mal, ich sag mal ganz kurz hier Z. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie Ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Krieg ich nicht mal einen freien Tag? Na toll. Ich rette den Cluster und schon wartet wieder neue Arbeit auf mich. Ich verstehe, dass es Ihnen so vorkommen muss. Aber ohne Sie wäre das hier nicht möglich. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Warte, was? Warum bürden Sie das mir auf? Der Botschafter sollte gewählt werden. Einen Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat. Aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Sollte diese Person nicht von den Leuten gewählt werden, die sie vertreten wird? Doch. Und genau aus diesem Grund brauchen wir ihre Unterstützung. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle eingesetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Raker vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb ja. Raker. So würden diese Position und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben. Oh Gott. Wie wär's mit einer Angara der Moschae? Wie wär's mit einem Krogana? Raker würde für Stabilität sorgen, ein Außenpostenleiter Bradley. Und jetzt soll ich... Weißt du, das ist wieder genau das Thema, was ich gerade noch gesagt habe. Also Entscheidungen treffen. Alter, ich hätte bei den Credits aufhören sollen. Ich hätte einen Aufnahmeschnitt machen sollen oder sonst was. Das gibt's doch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Krogana, weißt du, ich würde liebend gern diese Sache mit dem Drag wieder gut machen, dass ich seine Krogana-Leute zurückgelassen habe. Aber die Krogana sind halt leider Gottes sehr, ja, stur und sehr kriegerisch und aggressiv. Ich glaube, für sowas wären die nicht unbedingt die Richtigen. Unsere eigenen Leute, das wäre natürlich eine Idee, aber ich glaube, weil es den Angara doch darum geht, hier Vertrauen, muss man sich erarbeiten. Und ich glaube, dass da noch nicht das Eis komplett gebrochen ist zwischen den Angara und der Initiative. Von dem her wäre es eigentlich ein Riesenvertrauensbeweis, wenn wir das hier machen. Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde die Moschai dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Da wären allerdings ihre ungelösten Probleme mit den Rokar. Und wir selbst haben auch reichlich offene Baustellen. Ach mein Gott, gibt's nicht immer irgendwo Probleme? Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen. Wir werden die Moschai bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian. Wir geben so viel Macht ab. Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf. Geht es Sarah besser? Gut. Und was diese Entscheidung betrifft, die Politik und das Protokoll, das ist nicht das, worum es bei ihrem Sieg ging. Das Leben bietet so viel mehr als das hier. Sind jetzt alle angepisst oder was? Was ist denn mit euch verkehrt?
Die sind jetzt echt pissig, nur weil sie selber nicht diese Machtposition bekommen. Die haben doch alle nur selber gehofft, dass irgendjemand aus der Initiative diese Machtposition behält. Das war sie schon immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht sehr viel mehr Sinn, wenn wir wirklich die Angaraner mit einbeziehen, weil die waren einfach vor uns schon hier. Ja, die waren vor uns hier, die wollen unser Vertrauen, mit denen müssen wir zusammenleben. Ja, wir müssen, wenn wir hier bleiben wollen. Und dementsprechend halte ich das für richtig. Feiert man so bei Ihnen eine Party? Ziemlich lahm, aber sagen Sie dem Gastgeber nicht, dass ich das gesagt habe. Aber Meridian ist schon großartig. Sie haben das Unvorstellbare vollbracht. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Nein, ich bin dankbar. Ich hätte mir kein besseres Team wünschen können. Wir haben das gemeinsam zu Wege gebracht. Und genau das, was es ist, was daraus werden kann, kann ich mir nicht mal vorstellen. Allein die Vorstellung, dass Angara und Initiative bei unserem ersten Treffen noch Mühe hatten, einander zu vertrauen. Unsere Ankunft auf Aya war übertrieben. Sie wissen schon, ohne Einladung und in Flammen stehend. Oh ja, das war cool. Stimmt. Aber dann ist alles ganz gut gelaufen. Ryder, die Angara werden nie vergessen, wie sie die Moschei gerettet haben. Aber wichtiger noch, wir werden nie vergessen, wie sie an unserer Seite die Cat bekämpft haben. Wie wir gemeinsam den Archon vernichtet haben. Meridian ist ein Neuanfang für ihr Volk und das meine. Gemeinsam. Stimmt, und wenn sie nicht gestorben sind... Neuanfänge. Darum bin ich nach Helios gekommen. Und ich habe davon geträumt. Ja. Neuanfänge. Dann sollten wir aber auch anfangen. Ja, für einen Anfang sollten wir anfangen. Okay, ganz ehrlich, also ich werde jetzt nicht mehr mit allen 10 Leuten sprechen. Ich werde jetzt hier einen Cut setzen, weil wie gesagt, es ist schon unfassbar spät. Ich meine, mit der Story sind wir ohnehin soweit durch. Und von dem her würde ich an der Stelle sagen, es war ein unfassbar cooles Projekt. Ein sehr cooles Spiel. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Alter, guck dir das mal an. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber ich kann anfangen. Ja, und guck mal da. Da oben ist eigentlich unten. Ja, das musst du mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, okay. Dann würde ich jetzt ein allerletztes Mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Mass Effect Andromeda. Es wird nämlich Let's Play technisch definitiv nicht weitergehen. Hier stehen zwar noch ein Haufen Nebenmissionen an, aber die werde ich nicht mehr ins Let's Play packen, sonst nimmt das hier gar kein Ende mehr. Und wir sind jetzt schon bei weit, weit über 100 Folgen. Und ich denke, das hier ist eigentlich eine Stelle für ein verdientes Finale. Von dem her sage ich hier mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, für alle, die dabei waren. Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen und ich hoffe, dass wir uns in einem späteren Videoprojekt wiedersehen, dass ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und haltet die Ohren steif.